Vergiss es. Entspannen, entladen. Paul! Kleine Svenja von nebenan. Nicht schlecht. Steht dir gut? Aha. Was machst du hier? Ist auch zum Schießtraining da? Du willst doch unbedingt zur Kripo. Heißt das, mein Praktikumsantrag wurde angenommen? Ich weiß zwar nicht warum, aber so ist es. Willkommen bei der Mordkommission. Von früher. Ja, früher. Früher musste ich dich immer gewinnen lassen. Du konntest nicht verlieren. Gar nicht. Ja, doch. Aber die Ausflüge hierher früher mit Papa und mit allen Kollegen, das fand ich immer toll. Das war, ich weiß auch nicht, war wie eine große Familie. Ja, und jetzt gehörst du selber dazu. Sieht so aus, ne? Zorn? Ja? Wo? Okay, bis gleich. Wir müssen los. Renner. Nils Renner. Abend. Abend. Darf ich vorstellen, das ist Svenja Hoffmann, Tochter eines Kollegen, ehemalige Nachbarin von mir, Herr Rasch. Hallo, ich bin Svenja, die neue Praktikantin. Klar, super. Tim. Also das Opfer wurde in seiner Wohnung ermordet, im dritten Stock. Lukas Melzer, 23, arbeitet in der Computerbranche, hat alleine hier gewohnt und seine Mutter hat ihn gefunden, weil sie alle paar Tage vorbeikommt, um die Wäsche zu bringen. Sie hatte also einen Schlüssel. Die Tür war verschlossen, es gibt keine Einbruchspuren. Arme Frau. Erst vor ein paar Jahren hat sie ihren Mann verloren und jetzt auch noch ihren einzigen Sohn. Ich denke, es reicht, wenn wir morgen früh mit ihr sprechen. Lassen Sie Frau Melzer doch bitte nach Hause bringen. Und wer ist er? Nils Brenner. Angeblich ein Freund, der gerade vorbeikommen wollte. Die anderen sind oben. Mann. Guten Abend. Möglichst nichts anfassen und ganz vorsichtig bewegen, damit wir keine Spuren verwischen. Ich trage zwar grün, aber ich bin nicht blöd. Ah, die neue Praktikantin. Eickelkamp. Benno Eickelkamp. Guten Abend. Und? Tödliche Fraktur des Schädels. Ja, da hat jemand ordentlich hingelangt. Mit einem harten Gegenstand. Den wir bisher noch nicht gefunden haben. Ich brauche mal eine Nummer. Die Eingangstür war intakt. Danke. Wahrscheinlich hat er den Täter selber reingelassen. Wann? Gestern Nacht. Tja, Bericht kommt morgen. Tschüss. Wasser riecht anders. Wir haben zwei Leute getrunken. Sieht aus, als hätten die was gefeiert. Und wo ist das zweite Glas? Kein zweites Glas. Keine Flasche. Vielleicht hat der Täter die Sachen mitgenommen. Warum sollte er das tun? Ja, vielleicht hat er die Sachen mitgebracht und wollte sich nicht verraten. Im Kühlschrank ist nur Selter. Kein Bier, kein Wein, kein Sekt. Als wäre sie schon immer bei uns gewesen. Wie sieht's mit Zeugen aus? Totale Fehlanzeige. Und was weiß er? Angeblich nichts. Wollte nur seinen Freund besuchen. Sind wohl beides PC-Freaks. Kennen sich von daher. Tja, viel richten wir hier heute nicht mehr aus. Wenn Sie hier fertig sind, lassen Sie die Wohnung versiegeln. Dann nehmen Sie Svenja mit ins Büro. Okay. Herr
kann ich jetzt endlich gehen. Gleich. Was wollten Sie eigentlich von Herrn Melzer? Lukas war gestern bei mir im Laden. Wir haben uns länger nicht gesehen und da haben wir ausgemacht, dass wir uns bei ihm auf einen Kaffee treffen. Was haben Sie denn für einen Laden? Computer. Hardware, Software, Zubehör. Sie arbeiten also in der gleichen Branche wie Herr Melzer? Ja, verkaufen war nicht so sein Ding. Was war denn sein Ding? Tüfteln. Programmieren, Systeme analysieren. Seine Firma macht ihr Geld mit Computersicherheit. Aber die werden es jetzt nicht so einfach haben. Wieso? Lukas war ihr bester Mann. Schrecklicher Verlust für die Firma. Aber vor allem ein persönlicher. Sie kannten Herrn Melzer näher? Lukas war von Anfang an dabei. Ich habe mit ihm die Firma gegründet. Aber es ist Ihre Firma. Ich hatte die Idee, ja, das Konzept und das nötige Kleingeld. Aber ohne Lukas und sein Können hätte das alles nicht funktioniert. Er war also mehr als nur ein Mitarbeiter. Lukas war mein Chefentwickler. Er hat die Lösungen ausgetüftelt, die wir für unsere Kunden brauchen. Sie verkaufen Sicherheitssysteme für Firmen. Ja, wir prüfen Netzwerke, decken Sicherheitslücken auf, entwickeln maßgeschneiderte Programme, mit denen die Firmen ihre Systeme schützen können. Auch einen? Nein, danke. Schützen vor was? Vor Viren? Auch. Und vor unbefugten Zugriffen von außen. Zum Beispiel? Das reicht von Sabotage durch Hacker bis hin zur Industriespionage. Hatte Herr Melzer aufgrund seiner Tätigkeit irgendwelche Feinde? Das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Sehen Sie, wir arbeiten für unsere Kunden, nicht gegen sie. An welchen Aufträgen hat Herr Melzer zurzeit gearbeitet? Das kann ich Ihnen aus dem Stand heraus nicht sagen. Ich kümmere mich drum. Sagen Sie, wurde aus seiner Wohnung etwas gestohlen? Auf den ersten Blick sah die Wohnung nicht zerwühlt aus. Was hätte ein Dieb denn finden können? Lukas hat auf seinen Computern viele Programme, die er für unsere Firma entwickelt hat. Und natürlich vertrauliche Kundendaten. Wir werden das überprüfen. Das wäre sehr gut. Wenn Herr Melzer so wichtig war, warum ist heute Morgen niemandem sein Fehlen aufgefallen? Lukas hat meistens von seiner Wohnung aus gearbeitet. Da hatte er mehr Ruhe. Wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, ich habe noch einen wichtigen Geschäftstermin. Das kann manchmal ein bisschen brummig sein. Man muss sich nur zu nehmen wissen. Also, die Gerichtsmedizinerin meint, der Tod sei kurz vor 23 Uhr eingetreten. In dem Haus sind noch zwei weitere Wohnungen vermietet. Beide Vermieter waren allerdings zur Tatzeit nicht da. Die Spurensicherung hat jede Menge Fingerabdrücke, Haare und Fasern und sowas gefunden, die aber von mehreren Personen stammen und bisher noch nicht zugeordnet werden konnten. Morgen nehmen Sie sich die Räume noch mal gründlich vor. Ist aus der Wohnung was gestohlen worden? Die Wohnung war nicht durchwühlt und der Mutter ist auch nichts aufgefallen. Es kann doch trotzdem was gestohlen worden sein. Woher soll ich das wissen? Ich weiß ja nicht, was vorher drin war. Was hat Melzer gefeiert? Und mit wem? Schalten Sie unsere PC-Experten ein. Die sollen sich mal die Computer vornehmen. Ich will wissen, was auf den Dingern drauf ist und wann sie zuletzt benutzt wurden. Protect Your Bytes, das ist die Firma, für die Lukas Melzer gearbeitet hat. Ich will wissen, was das für ein Laden ist. Und, hat er nur gesabbelt? Oder hat er dir auch gezeigt, wo du deine Sachen hinbringen kannst? Frau Hoffmann, schön, dass Sie uns für einige Zeit verstärken wollen. Hallo, ich freue mich auch, danke. Wie machen wir denn bei dem Melzer-Mord weiter? Ich will mir morgen noch mal die Wohnung vornehmen. Kann ich da mitkommen? Ich wollte mich noch mal persönlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mich für das Praktikum ausgesucht haben. Nicht bei mir. Er hat Sie ausgesucht. Morgen. Morgen. Na? Wollen wir mal. Die anderen müssten auch gleich da sein. Hast du Handschuhe dabei?
Nein. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, nicht? Kann die auch eben sehen. Warte, bleib hier, ich hol dich schnell. Notarzt. Hafen Tweete 7. Schussverletzung linke Brust. Schnell! Svenja. Svenja, du musst aufwachen. Svenja, mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Komm. Komm halt durch, der Arzt ist gleich da. Ja? Du schaffst das. Du darfst jetzt nicht aufgeben, ja? Was? Ich verspreche es dir. Du musst jetzt ruhig bleiben. Ja? Svenja, bleib jetzt hier. Komm, komm, komm. Du darfst nicht einschlafen. Svenja, du schaffst das. Der Arzt ist doch gleich da. Svenja. Sie einfach niedergeknallt haben. Paul hat sie gefunden. Er macht sich Vorwürfe. Aber so wie es passiert ist, ihn trifft keine Schuld. Lassen Sie. Paul? Selbst wenn du schneller bei ihr gewesen wärst, du hättest sie nicht retten können. Macht sie auch nicht mehr lebendig, aber wir kriegen den. Verlass dich drauf, verlass dich drauf. Die
Tür wurde aufgebrochen. Svenja wird wahrscheinlich irgendwas gehört haben. Ist neugierig geworden, reingekommen. Keine Spur eines Kampfes. Sieht aus, als hätte er sofort geschossen, als sie ihn entdeckt hat. Wer war hier und warum? Der Mörder von Lukas Melzer kehrte an den Tatort zurück. Entweder wollte er irgendwas aus der Wohnung, was er gestern nicht gefunden hat. Oder er wollte irgendeine Spur beseitigen, die wir bis jetzt noch nicht gefunden haben. Was wurde hier verändert? Ich werde jetzt in die Gerichtsmedizin fahren und dort Svenjas Vater treffen. Ich habe ihn 10 Jahre nicht gesehen. Und jetzt? Lass ihm Zeit. Ich komme schon klar. Ich komme schon klar. Das ist nichts, womit du alleine klarkommen musst. Kaum verwertbare Spuren. Typ, Herkunft der Tatwaffe. Alles unbekannt. Sieht ganz normal aus, wie vorher. Das scheint doch nichts zu fehlen. Was bringt uns der Vergleich der Tatortfotos? Irgendwas ist zwischen gestern und heute in der Wohnung verändert worden. Der Unterschied muss doch irgendwie auf den jeweiligen Tatortfotos zu entdecken sein. Wir brauchen eine genaue Aufstellung aller Sachen aus der Wohnung. Und dann muss überprüft werden, ob sich jemand in den Computern zu schaffen gemacht hat. Läuft. Wer hatte ein Motiv? Was ist mit der Firma, für die Melzer gearbeitet hat? Schneider hat einen komischen Eindruck gemacht. Und dann will ich endlich wissen, an welchen Aufträgen Melzer gearbeitet hat. Was wissen wir über ihn? Ist alles in Arbeit. Melzer hat als Hacker angefangen, war wohl ziemlich bekannt in der Szene. Daher kennt er auch diesen Nils Brenner. Liegt was gegen die beiden vor? Ach, gegen einen guten Hacker liegt nie was vor, sonst wär's kein guter Hacker. Melzer ist dann zu Protectio Bytes gegangen, aus der Szene ausgestiegen. Brenner hält sich mit einem kleinen PC-Laden über Wasser. Ist das alles? Sonst nichts. Ein Mann ist erschlagen. Eine Kollegin erschossen. Und alles, was wir haben, das sind ein paar allgemeine Informationen. Eine Kollegin von Ihnen ist furchtbar. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich vermute, dass der Täter in der Wohnung irgendwas gesucht hat. Programme oder Daten. Mit Ihrer Hilfe können wir vielleicht rausfinden, was das gewesen sein kann. Selbstverständlich. Ich würde mir aber an Ihrer Stelle nicht allzu große Hoffnungen machen. Was uns getrieben hat. Muss ich jede Frage zweimal stellen. Am Anfang die Neugier und dann die Lust auszuprobieren, was man alles kann. Wenn man sich wochenlang an einem Problem die Zähne ausbeißt und dann kommt die Lösung. Es ist einfach geil. Es ist besser als Sex. Was braucht ein guter Hacker wie Lukas? Fantasie, Spielfreude. Das ist im Endeffekt das Gleiche wie bei diesen Strategiespielen. Nur der Kreative findet einen Weg, seine Gegner zu überlisten. Und dazu gehört es dann auch schon mal, die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten. Wir haben nie sabotiert, wir haben nie irgendwas gestohlen. Es ging immer nur darum, Sicherheitslücken aufzudecken, die Leute wach zu machen, sonst nichts.
Lukas ist vor 2 Jahren aus der Szene ausgestiegen. Ich frage mich nur, ob er sich danach auch noch an die edlen Hackerregeln gehalten hat. Glauben Sie, das hat was mit seinem Tod zu tun? Sie nicht? Als er vorgestern zu Ihnen kam, ist Ihnen da irgendwas an ihm aufgefallen? War wie immer. Warum hat er eigentlich bei dieser Firma angefangen? Der Per Schneider ist damals durch die Szene gezogen und hat sich nach guten Leuten umgeguckt. Er selber hat ja keine Ahnung von Computern. Aber die Idee war gut und Kohle hat er auch gehabt. Und Lukas hat angebissen. Im Gegensatz zu Ihnen. Mich hat der Schneider nie gefragt. Aber so ein fester Job, das wäre auch gar nichts für mich. Jeden Monat sicher was auf dem Konto wäre doch gar nicht so schlecht. Den hier hat er schon geschafft. Es braucht ziemlich viel Zeit, um die ganzen Passwörter und Sperren zu knacken. Lukas hatte keine Daten oder Programme auf seinem Computer, die für Dritte wertvoll sein könnten. Ich habe das checken lassen. Nichts gelöscht oder kopiert. Auch keine Zugriffe von außen. Da war außer Lukas niemand dran. Sehen Sie hier, der letzte Zugriff erfolgte vorgestern, und zwar am Vormittag. Danach ist der Computer nicht mehr benutzt worden. Dieser nicht. Und die anderen Computer auch nicht. Ich habe Ihnen noch gesagt, dass Sie sich davon nicht allzu viel versprechen sollten. Wie wir Ihnen bereits gesagt haben, brauchen wir eine genaue Übersicht, an welchen Aufträgen Ihrer Firma Lukas Melzer zuletzt gearbeitet hat. Kann ich diese Aufstellung jetzt endlich haben? Wozu brauchen Sie denn diese Liste? Weil Lukas Melzer ein friedlicher, junger Mann war. Keine Laster, keine Liebschaften, keine Feinde. Kein Hinweis auf ein Motiv. Deswegen will ich wissen, woran er gearbeitet hat, was er gemacht hat, mit wem er es zu tun hatte. Ich bin meinen Kunden gegenüber zur Vertraulichkeit verpflichtet. Wir werden das berücksichtigen. Nur weil Sie eine Vermutung haben, soll ich das Risiko eingehen, meine Firma zu ruinieren? Ihre Firma ist mir scheißegal. Hier sind 2 Menschen ermordet worden. Das hat nichts mit meinen Kunden zu tun. Tut mir leid, dazu kann nicht mal Sie mich zwingen. Ich nicht, aber vielleicht der Richter. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wir sind noch nicht fertig. Ich schon. Ah, Herr Zorn. Wer hätte das gedacht? Fühlt sich immer zweimal im Leben. Was nicht immer eine Freude sein muss. Wie ich sehe, kennen Sie meinen Vater bereits? Ihr Vater? Er trägt den Namen seiner Mutter. Du solltest dich übrigens wieder mal bei ihr blicken lassen. Tja. Als mir seine Sekretärin sagte, dass er hier ist, dachte ich mir, es sei vielleicht besser vorbeizukommen. Na, wie rührend. Ich habe eben so meine Erfahrungen mit der Polizei. Herr Zorn versucht verzweifelt, eine Verbindung zwischen dem Mord an Lukas und meiner Firma herzustellen. Die Polizei muss jeder Spur nachgehen, so war es doch, oder nicht, Herr Zorn? Wo waren Sie eigentlich Sonntagnacht, als Lukas Melzer ermordet wurde? Sie haben sich wirklich nicht verändert, komm. Das war doch König. Kaffeedynastie, Kaffeekönig. Ja, und? Melzer hat seinen Mörder reingelassen. So wie es aussieht, haben die da irgendwas gefeiert. Und der Schlag hat ihn dann voll von hinten getroffen. Handy, Anrufbeantworter, Kalender. Haben wir irgendwo einen Hinweis, ob er jemanden erwartet hat? Bisher nicht. Bisher? Wir haben die Spuren am Glas analysiert. Die haben Champagner getrunken. Und zwar einen ziemlich teuren. Weißt du die Marke? Ja, ich bin da dran, aber das geht nicht auf die Schnelle. Ich will das aber auf die Schnelle! Mach's doch selber, wenn du kannst. Ich will nur ihre Sachen holen. Komm. Klaus. Svenja, sie sollte auf mich warten. Peters hat mir alles erzählt. Sie hatte ihre Waffe also wirklich nicht bei sich.
ich. Du hättest ruhig sagen können, dass du später kommst. Es tut mir leid. Hey, ist was? Nein. Na, das ist ja eine super Stimmung hier. Es muss ja nicht immer super Stimmung sein. Wie bist du denn drauf? Hanna! Ich hab keinen Hunger mehr. Halten Sie das für eine gute Idee? Ich hatte lange kein Training mehr. Schießen ist keine Therapie, Paul. Sie hatten gestern einen Zusammenstoß mit Günther König. Ich nehme an, Sie wissen, mit wem Sie es da zu tun haben. Verstehe, immer noch dieselbe Masche. König lässt seine Kontakte spielen. Nein, so war das nicht, Paul. Danke. Peters hat gefragt, wo Sie sind. Da habe ich halt geantwortet. Außerdem meinte er, Sie sollten sofort erfahren, was ich rausgefunden habe. Also die Kollegen von der Abteilung für Computerkriminalität, die glauben, dass Schneider eine ziemlich heiße Nummer ist. Das ist ja kein Wunder bei deinem Vater. Ja, zur Gewinnung neuer Kunden wendet er schon mal ganz eigene Methoden an. Nämlich? Er hackt sich in Netzwerke ein, infiziert sie mit einem Virus oder klaut Daten. Anschließend bietet er dann seinen Service an. Den Unternehmern bleibt also quasi gar nichts anderes übrig, als sein Angebot anzunehmen. Der Pirat als Retter. Moderne Form der Schutzgelderpressung. Die wir Schneider nicht nachweisen können. Leider nicht. Der Täter hinterlässt keine Spuren. Die Opfer zahlen und schweigen. Meltzer muss davon gewusst haben. Ja, diese E-Mail habe ich im Chaos auf seinem Schreibtisch gefunden. Absender ist ein Bergkamp, Dennis Bergkamp. Der ist oder vielmehr war EDV-Manager und klagt nun gegen seine Kündigung. Er wollte, dass Meltzer vor dem Arbeitsgericht zu seinen Gunsten aussagt. Die Verhandlung müsste noch laufen. Fahren Sie ins Büro und sehen Sie mal nach, ob der richterliche Beschluss über die Herausgabe von Schneiders Kundenliste schon da ist. Und überprüfen Sie, ob es noch mit anderen Firmen Probleme gab. Was stehen Sie denn hier noch rum? Ja, Zorn ermittelt und ich darf ins Büro. Wissen Sie denn nicht, dass die Mosaiksteinchen für jede erfolgreiche Ermittlung am Schreibtisch gesammelt werden? Mir sagen, wo die Verhandlung gegen Bergkamp stattfindet. Dort drüben kommt der Bergkamp gerade. Danke. Bitte schön. Herr Bergkamp? Ja? Zorn, Kripo Hamburg. Ich würde gerne mit Ihnen über Lukas Meltzer sprechen. Entschuldigen Sie, ich habe jetzt wirklich andere Sorgen. Ich habe meinen Job verloren. Und soeben ist meine Kündigungsklage vom Gericht zurückgewiesen worden. Ich bin erledigt. Meltzer ist tot. Er wurde vorgestern Nacht in seiner Wohnung ermordet. Was? Sie kannten ihn doch. Na ja, also... Können wir das vielleicht draußen klären? Bitte. Das Netz, das ich aufgebaut habe, war total sicher. Aber trotzdem ist jemand eingedrungen. Ja, aber nicht von außen. Wie sonst? Was weiß ich. Einer meiner Kollegen muss Meltzer geholfen haben. Das war ein linkes Ding, ein Komplott. Und das sollte Meltzer im Prozess aussagen. Es kann doch nicht sein, dass man wegen so einer Sauerei entlassen wird. Verdammte Scheiße, ich habe Familie. Eine kleine Tochter. Ein Haus mit Schulden drauf. Was soll ich denn jetzt machen? Mich nimmt doch keiner mehr in meinem Alter. Haben Sie mit Ihnen darüber geredet? Ich habe Meltzer eine Mail geschrieben. Das war alles. Herr Bergkamp, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Was? Bitte. Sie haben kein Recht, mich wie einen Mörder zu behandeln. Dann sagen Sie mir, wo Sie Sonntagnacht waren. Das kann ich nicht. Weil ich ziellos mit dem Auto durch die Stadt gefahren bin. Und gestern Morgen? Auch. Ist das so schwer zu begreifen? Meine Frau sollte nicht merken, dass ich arbeitslos bin. Kein Zweifel. Diese Fingerabdrücke haben wir in der Wohnung von Lukas Meltzer gefunden. Ich höre. Ja, verdammt, ich war bei ihm. Und ich habe auch mit ihm gesprochen. So, und das fällt Ihnen jetzt so ganz plötzlich ein? Na, wenn Sie vorher nicht gesagt hätten, dass er in seiner Wohnung ermordet worden ist, dann hätte ich es Ihnen gleich gesagt. Sie waren also bei Meltzer. Was hat er gesagt?
dass ihm das alles leid tut, aber dass ich ihn da raushalten soll. Hätte er zu Ihren Gunsten ausgesagt, dann hätte er sich selbst belastet. Und seinen Chef, diesen Schneider, der hat das doch alles eingefädelt. Und weil Lukas Melzer nicht Ihr Zeuge sein wollte, haben Sie die Nerven verloren. Ich hab den Melzer nicht angefasst, verdammt nochmal! Es war doch letzte Woche, dass ich bei ihm war. Seine Frau ist aus alten Wolken gefallen, dass ich ihr erzählt habe, dass ihr Mann hierbleiben muss. Sie wird ihm wohl einen Anwalt besorgen. Aber so wie der gestrickt ist, ist ihm eine Affekthandlung mindestens zuzutrauen. Ja, vielleicht Melzer im Affekt zu erschlagen. Aber zum Tatort zurückzukehren mit einer Schusswaffe? Das traue ich dem nicht zu. Wer weiß? Außerdem hätte er sich erst mal eine Pistole besorgen müssen. Ja, stimmt. Einen Waffenschein hat er schon mal nicht. Die Analyse des Shampoos. Jahrgangschampagner aus edelster Kellerei. Grand Cuvée. Kostet mindestens 600 Euro. Der Karton? Die Flasche. War mal das Lieblingsgetränk von einem gewissen Baron Rothschild. Wo ist denn der Quark? Die zweite Analyse passt dazu. Die Fasern, die ich auf dem Sessel sichergestellt habe, gehören zu einem mehrfädrigen Kaschmirfaden. Und der stammt wahrscheinlich von einem Anzug aus dem Atelier eines der edelsten Herrenschneider überhaupt. Der ist so teuer, da könnt ihr beide zusammen euch gerade mal einen Ärmel leisten. Ja, das klingt doch alles sehr nach Peer Schneider. Nehmen wir mal an, das stimmt, was Bergkamp sagt. Es tat Melzer leid und er wollte aussagen. Dann hätte Schneider ein ernsthaftes Problem. Aber er steht ja unter dem besonderen Schutz des Herrn Papa. Manche Dinge soll man nicht lange warten lassen. Ich weiß nicht, ob mein Mann für Sie Zeit haben wird. Glauben Sie mir, er wird. Sind Sie die Mutter von Herrn Schneider? Nein. Aber er lebt hier bei Ihnen. Seit mein Mann seine Affäre mit der leiblichen Mutter beendet hat, ja. Und Sie akzeptieren das? Er ist der Sohn meines Mannes. Das klingt eher nach Duldung als nach Harmonie. Sie sind doch nicht hergekommen, um sich mit mir über unsere Familie zu unterhalten. Hm? Bitte. Sie scheinen mit schwierigen Situationen nicht fertig zu werden. Ich will, dass Sie sich raushalten. Und ich will, dass Sie aufhören, meinen Sohn zu schikanieren. Schließlich weiß ich aus eigener Erfahrung, was es heißt, von einem verbohrten Polizisten geradezu manisch verfolgt zu werden. Damals fehlte mir nur der letzte Beweis. Er glaubt's noch immer. Ich habe es gehört. Weil Sie mir nie was anhaben konnten, wollen Sie jetzt meinen Ruf in den Dreck ziehen, indem Sie meinen Sohn ins Zwielicht setzen. Ich würde ganz gern mal einen Blick in Ihren Weinkeller werfen. Wir haben in der Wohnung von Herrn Melzer Rückstände eines Champagners gefunden, den sich ein Normalsterblicher kaum leisten kann. Ich wüsste gern, was hier in Ihrem Haus so getrunken wird. Jetzt passen Sie mal auf, Sie kleiner Mordkommissar. Als dieser Herr Melzer umgebracht wurde, war mein Sohn hier, bei mir und meiner Frau. Natürlich. Für ein Alibi haben Sie gesorgt. Wie damals. Sie sind ein Verlierer, Herr Zorn. Sie leben ja echt einiges gewohnt von mir und ich mache auch einiges mit. Aber irgendwann musst du mal gut sein. Wir alle wollen, dass der Mörder von Svenja gefasst wird. Dafür machen wir auch einiges mit. Aber nicht, wenn Sie hier dauernd Ihr eigenes Ding durchziehen. Also was war mit Ihnen und König? Wir mussten zu einem Verkehrsunfall. Vor vielen Jahren. Damals war ich noch in einer anderen Abteilung. Ein Mädchen wurde angefahren. Sie starb nur auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Fahrer beging Fahrerflucht. König? Ich wusste, dass er es war, aber ich konnte es ihm nie nachweisen. Er hatte ein Alibi, ein gekauftes Alibi. Ich konnte es einfach nicht knacken. Hier ist die gewünschte Aufstellung über die Aufträge, an denen Lukas zuletzt gearbeitet hat. Ich nehme an, Ihr Vater hat Sie über unseren Besuch informiert? Ich will mir nicht mangelnde Kooperation nachsagen lassen. Wer weiß, was mir dann nachher unterstellt wird. Dann haben Sie sicher auch die Zeit genutzt, um Ihre Kunden auf etwaige Nachfragen der Polizei, sagen wir mal, einzustimmen. Sehen Sie? Das meine ich.
Sie hacken sich in Netzwerke, sabotieren Daten und zwingen so andere Firmen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Haben Sie Beweise für diese ungeheuerlichen Beschuldigungen? Uns interessiert, wie weit Lukas Melzer damit drin hing. Waren Sie in der Wohnung von Lukas Melzer? Für die Zeit seines Todes habe ich kein Alibi, das wissen Sie doch. Hören Sie, meine Herren, ich habe noch jede Menge Arbeit. Wenn Sie ernsthaft mit mir reden wollen, dürfen Sie natürlich jederzeit wiederkommen. Ich dachte eher, dass Sie mit uns kommen. Na, Sie wissen schon. Fingerabdrücke, Haare, Speichelprobe, sowas. Unsere Kriminaltechnik ist da auch ganz schnell. Ich nehme an, dass Sie es mir zu meinem Nachteil auslegen werden, wenn ich nicht freiwillig mitkomme. Spurenträger. Sie schikanieren mich. Sie schikanieren mich, weil Sie ein Problem mit meinem Vater haben. Ich werde beweisen, dass Sie bei Lukas Melzer in der Wohnung waren. Das ist doch albern. Was wollen Sie damit beweisen? Natürlich war ich in seiner Wohnung. Öfters sogar. Aber nicht vor 2 Tagen. Ja, das werden wir dann ja sehen. Falls Sie noch Fragen haben sollten, meinen Anwalt werden Sie ja noch kennen, Herr Zorn. Sie haben keine wirkliche Handhabe, seinen Sohn hier festzuhalten. Observieren. Herr Paul, ich kann ja verstehen, was nach dem Mord an Svenja in Ihnen vorgeht. Wirklich? Aber mit Ihren Selbstvorwürfen erreichen Sie überhaupt nichts. Ich war für Svenja verantwortlich. Ihre Verantwortung ist es, den Mörder zu finden. Sie haben eine Ermittlung durchzuführen und keinen persönlichen Rachefeldzug. Schneider war in der Wohnung. Alles, was ich brauche, ist mehr Zeit. Jetzt hören Sie mir mal zu. Svenja ist im Einsatz gestorben. Ich will Sie nicht von dem Fall abziehen. Ich will, dass Sie diesen Fall lösen und keiner sonst. Aber Sie müssen mir auch die Möglichkeit dafür lassen. Jemand war in unser System eingebrochen, ja. Aber gleich mit dem ersten Zugriff, verstehen Sie? Es ließen sich keine Fehlversuche nachweisen. Sie glauben also, Melzer hatte ein firmeninternes Passwort? Ja. Er muss einen meiner Kollegen bestochen haben. Aber das hat er nicht zugegeben. Naja, nicht direkt. Er hat gesagt, ich könnte nicht von ihm verlangen, dass er gegen seinen Chef aussagt. Ich habe ihn angefleht, sich das noch mal zu überlegen. Und? Naja, er wollte drüber nachdenken. Trinken Sie Champagner? Sehr witzig. Na, vergessen Sie es. Sie können gehen, aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Die Fotos von dem Mord an Melzer, die Fotos von dem Mord an Svenja. Ich kann nicht entdecken, was in der Zwischenzeit verändert worden wäre. Da muss aber was verändert worden sein. Ich weiß es aber nicht. Zorn? Wo? Vor 20 Minuten reingegangen. Der kauft ja doch keinen Computer. Ja, das dachte ich auch. Was geht denn Sie das an? Das sage ich Ihnen, wenn Sie mir sagen, was er hier wollte. Installieren Sie ja nicht nur Originalware oder auch schon mal was Selbstgebranntes? Er hat mir ein Angebot gemacht, okay? Als Nachfolger von Lukas Melzer. So ein bisschen was Festes jeden Monat auf dem Konto ist doch auch nicht so blöd, oder? Haben Sie sich das auch so ausgerechnet? Dass Schneider zu Ihnen kommt, wenn Melzer tot ist? Also Entschuldigung, ich habe ja wohl die Polizei angerufen, als ich da angekommen bin, oder? Meine Mutter war doch nur am Heulen. Das wäre nicht das erste Mal, dass der Überbringer der schlechten Nachricht auch der Verursacher ist. Sie waren mit Lukas verabredet, warum? Das habe ich doch auch schon gesagt. Kaffee trinken, quatschen. Irgendwie ging es ihm nicht so gut. Er hatte Stress. Jetzt Schneider. Lukas hatte ein schlechtes Gewissen. Dennis Bergkamp hatte seinetwegen den Job verloren und stand auf der Straße. Der Typ hat ihm leid getan. Und Lukas wusste irgendwie nicht, wie er aus dieser Situation wieder rauskommen soll. Weil die Sache nicht ganz sauber war. Und weil er sich vermutlich selber strafbar gemacht hatte. Ich frag mich nur, warum der gute Herr Schneider so gleich zu Ihnen eilt und Sie anheuern will.
Ich kann's halt. Schneider musste Ihnen ein Angebot machen. Sie hatten ihn unter Druck gesetzt. Weil Sie wussten, dass Schneider mit Lukas reden will. Lukas hat es Ihnen erzählt. Ja. Der Schneider hat seinen Besuch für den nächsten Tag angekündigt. Aber Lukas hat es nur so nebenbei erwähnt. Ich habe mir doch nicht gedacht, dass der Schneider was mit dem Mord zu tun haben könnte. Aber Sie haben sich gedacht, dass es Schneider bestimmt lieber ist, dass Sie Ihr Wissen für sich behalten. Schneider war's. Schneider wollte verhindern, dass Melzer aussagt und die Firma auffliegen lässt. Er geht zu Melzer, serviert ihm Champagner. Wahrscheinlich hat er ihm Geld geboten, womöglich hat er ihm sogar gedroht. Aber als er merkt, dass er Melzer nicht umstimmen kann, verliert er die Kontrolle. Schneider hat für die Tatzeit ein Alibi. Ja, aber von seinem Vater. Und Svenja? Svenja überrascht Schneider. Er hat nicht viel Zeit, es ist auch nichts durchwühlt. Schneider muss einen Fehler begangen haben. Aber Sie können nichts finden. Na gut. Dann suchen Sie weiter. Morgen ist eine Gedenkfeier für Svenja. Bin gleich wieder da. Gut, bis gleich. Willst du reden? Ich dachte, du verstehst dich vielleicht besser auf die Toten. Ein Versprechen, das man gegeben hat. Muss man das auch über den Tod hinaus halten? Das wäre ja eine Frage für die Lebenden. Als Svenja gestorben ist, da habe ich ihr was versprochen. Erzähl. Sie wollte, dass ich mit ihrem Vater rede. Und ihm sage, dass sie nicht böse ist. Was hat sie damit gemeint? Svenja wollte nie wirklich Polizistin werden. Ihr Vater hatte sie dazu gedrängt. Sie hat es ihm zuliebe getan. Ihr letzter Wille war, ihm sein Gewissen zu erleichtern. Und du meinst, dass er sich noch mehr Vorwürfe macht, wenn du ihm davon erzählst? Das macht alles nur noch schlimmer. Warum hast du mir davon nichts erzählt? Komm, reden hilft. Das sagst du auch selbst immer. Ich kannte sie schon als kleines Mädchen. Wir waren damals Nachbarn. Manchmal habe ich mit ihr gespielt. Ein paar Mal habe ich abends auf sie aufgepasst. Papa. Wird Zeit, dass Paul sich wieder einkriegt. Ja, das wird schon. Wollen wir es hoffen? Wir müssen endlich die entscheidende Spur finden. Wir nehmen uns jetzt die Bude vor und wir gehen da erst wieder raus, wenn wir wissen, was Schneider noch mal in der Wohnung wollte. Das ist doch mal ein Wort. Danke. Svenja kommt hoch. Sie sieht, dass die Tür aufgebrochen ist. Sie wird neugierig. Kommt rein. Sie geht einige Schritte. Laut Obduktionsbericht wurde sie frontal getroffen. Der Schusskanal hatte nur einen kleinen Winkel. Das heißt, der Täter müsste von hier geschossen haben, so. Wenn er tatsächlich hier gestanden hat, dann muss er doch vorher in der Küche gewesen sein. Sonst hätten das Svenja von Anfang an gesehen. Die Küche. Die Küche. Die Küche nach dem Mord an Melzer. Geht das auch größer? Klar. Noch größer? Ja. Was ist das da? Geht das auch schärfer? Klar, mit dem Programm geht alles schärfer. Manschettenknöpfe.
Und jetzt hier dasselbe Bild nach dem Mord an Svenja. Und schicken Knöpfe weg. Ja. Melzer will Bergkamp helfen. Schneider schafft es nicht, ihn davon abzubringen. Er kriegt Wut, nimmt die Flasche und erschlägt ihn. Er kriegt Blut ab. Aufs Hemd, aufs Jackett, wahrscheinlich auch auf die Hände. Er geht zum Waschbecken, zieht die Manschettenknöpfe aus, krempelt sich die Ärmel hoch und macht sie sauber. Das Glas und die Flaschen nimmt er wieder mit. Die könnten ihn verraten. Und in der Aufregung vergisst er, die Manschettenknöpfe mitzunehmen. Und mit denen hätten wir beweisen können, dass er zur Tatzeit in der Wohnung war. Die entscheidende Spur, um beweisen zu können, dass Sie Lukas Melzer erschlagen haben. Naja, schon damals wollten Sie mit irgendwelchen Spuren, weiß Gott, was beweisen. Was sind Ihre Spuren gegen sein Alibi? Sein Alibi ist nichts mehr wert. Sie sind nicht so abgebrüht wie Ihr Vater. Der hätte die Manschettenknöpfe nicht liegen lassen. Sie lassen sich einwandfrei auf den Tatortfotos wiedererkennen. So, das war's dann wohl. Okay. Sie haben gewonnen. Ist dumm gelaufen. Leider habe ich Sie in der Wohnung liegen lassen. Also bin ich nochmal zurück. Da ist mir dann leider Ihre Kollegin über den Weg gelaufen. Meine Kollegin wurde erschossen. Mein Vater besitzt eine Pistole. Ich habe sie mitgenommen. Wo ist die Waffe? Ich will dich da nicht mit reinziehen. Als Ihre Kollegin kam, ich war in Panik. Panik? Sehen Sie, die Sache mit Lukas hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tat. Und deshalb haben Sie die Waffe mitgenommen? Ich hatte Angst. Ich dachte, mit einer Knarre in der Hand würde ich mich sicherer fühlen. Mein Vater war hier. Mit Esther. Ich war's. Was ist? Führen Sie mich ab. Was ist jetzt ich? Gehen Sie jetzt da raus. Fassen Sie mich nicht an! Ja, dann gehen Sie schon. So, wie war das genau? Was? Ich will wissen, wie das mit meiner Kollegin war! Wo standen Sie? Wo war meine Kollegin? Wie haben Sie geschossen? Ich kam von da. Plötzlich stand Ihre Kollegin im Raum, da habe ich sofort geschossen. Svenja stand hier, als sie erschossen wurde. Dann stand sie eben da. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ich sag doch, ich stand völlig neben mir, als das passierte. So, die zeigen mir jetzt ganz genau, wie sie geschossen haben. Das ist doch lächerlich. Zeigen Sie mir jetzt, wie Sie geschossen haben! Was soll denn das? Wie haben Sie geschossen? Zielen Sie und schießen Sie! Waffe entsichern. So, jetzt schießen Sie. Schießen Sie! Los jetzt! Sie haben noch nie geschossen. Ich bin jetzt einfach nur nervös. Nervös? Der Mann, der Svenja erschossen hat, der war eiskalt. Der wusste ganz genau, was er tat.
Ihre Kollegin kam einfach im falschen Moment. Zwei Minuten später und nichts wäre passiert. Aber so? Hören Sie doch auf, Mann. Sie haben Sven ja nicht erschossen. Sie wollen mir nicht glauben. Darum geht's doch. Weil Sie ein Problem mit meinem Vater haben. Sind Sie wirklich bereit, für Ihren Vater in den Knast zu gehen? Wegen Mord? Mord? Ich habe im Affekt gehandelt. Na endlich, da sind Sie ja. Darf ich vorstellen, mein Anwalt. Er bereitet doch schon seine Verteidigung vor. Affekt, verminderte Schuldfähigkeit. Nicht Mord, sondern Totschlag. Das ist doch sein gutes Recht. Er hält doch nur für seinen Alten den Kopf hin. Mut ist eben dicker als Wasser. Besonders, wenn er noch so ein fettes Erbe winkt. Bei allen anderen Spuren hätte Schneider sich rausreden können. Doch die Manschettenknöpfe wären der Beweis gewesen, dass er Melzer ermordet hat. So, jetzt musste jemand nachsehen, ob wir sie schon gefunden hatten. Wer hätte das denn machen sollen? Schneider? Nee, der hatte nicht die Nerven dafür. Aber sein Alter, der wusste ganz genau, wie sowas geht. Und weil sein Sohn schon einmal versagt hat, wollte er diesmal auf Nummer sicher gehen. Aber Herr Schneider hat gesagt, dass er es war. Die Tatwaffe hat in diesem Holster gesteckt. Ein Holster, das offensichtlich ständig benutzt wird. König war's. Damit kriegen Sie ihn nicht. Herr Zorn, mein Mann ist beim Golf. Ich bin nicht seinetwegen hier. Sondern? Darf ich reinkommen? Warum? Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich brauche Ihre Hilfe. Wie Ihre Familienverhältnisse sind und wie Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann und dessen Sohn ist, das ist mir egal. Aber es ist mir nicht egal, dass Ihr Mann sich anmaßt, über Leben und Tod zu entscheiden. Sie ist meine ermordete Kollegin. Ich kannte sie schon als kleines Mädchen. Ihre ganze Zukunft lag noch vor ihr. Sie war voller Pläne. Sie hätte immer so vielen Menschen helfen können. Aber dem Mann, der sie erschossen hat, dem war das egal. So, und jetzt sagen Sie mir, dass Ihr Mann bei Ihnen war, als wenn er erschossen wurde. Herr König, Sie sind festgenommen. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, meine Tochter ermordet zu haben. Nein, sie war sofort tot.